Hey und willkommen zur nächsten Folge von Satisfactory zusammen mit Trimax und Romatra. Es geht weiter in die zweite Folge. Wer die erste nicht gesehen hat, schaut mal per Infocard. Oben habe ich euch die erste Folge verlinkt. Hat ein Weilchen gedauert. Ich habe so viele andere Sachen auch noch zu tun gehabt. Und jetzt habe ich aber Zeit gehabt, die nächste Folge fertig zu machen. Schaut mal rein, idealerweise bei Folge 1 am Anfang, damit ihr versteht, worum es geht und wo wir aufgehört haben. Wir machen weiter und ich werde dann heute meine erste Fabrik bauen. Und Trimax und Romatra, die bringen mir alles bei, was ich halt so wissen muss, um in dem Spiel klar zu kommen. Ich hoffe, es wird interessant und let's go. Falls euch übrigens überlegt, Satisfactory selbst zu kaufen, gebt im Epic Store. Würde es mich auch freuen, wenn ihr meinen Creator-Code eingibt. Den seht ihr gleich auch nochmal in der Folge eingeblendet oben die ganze Zeit. Spargelfinks YouTube. Vielen Dank, aber jetzt legen wir erstmal los mit der heutigen Satisfactory-Folge. Wenn ihr übrigens auch keine Folgen davon verpassen wollt, gerne den Kanal abonnieren, dann landen die bei euch in der Abo-Box. Aber jetzt, let's go. So. Mit die Atmosphäre jetzt, ein bisschen Ruß, aber mal folgendes. Kriegt. Ich nehme hier mal einen Miner, bist du bei mir? Ich bin jetzt bei dir, ja. Jetzt zeige ich dir, warum das Spiel jetzt erst losgeht. Mhm. Ich habe jetzt alles, was ich brauche für einen. Ach ne, hast du 5 Beton? Ich habe noch 5 Beton, ja. Kannst du mir die geben, dass wir es. Ich habe jetzt alles, was ich brauche. Oh, hast du mir 5? Ich dachte, ich habe die schon, aber hatte ich noch nicht. Jetzt baue ich hier einen Miner MK1. Oh, okay. Ja, das sieht, ja. Das da ist der kleine Miner drin sozusagen, der entsteht darauf. Mhm. Aber jetzt siehst du, dass wir hier schon den Ausgang haben. Und die normalen Miner hast du jetzt wieder eingesammelt sozusagen. Genau, der ist daraus entstanden, aber ist halt viel okay, viel den hast du als Craft-Zutat genutzt. Okay, okay. Genau, jetzt haben wir gerade keinen Strom. Kannst du eine Stromleitung verlegen? Oder sonst mache ich das? Aber ja, Rohre verlegen das kann ich gucken. So, Moment. Warte mal ganz kurz. Stromkabel, das sind die Teile mit Insulation außenrum, aber die kann ich nicht in die Hand nehmen. Wie kann ich denn dann Sachen verbinden damit? Einfach nur anklicken. Ja. Oder? Weiß ich gerade nicht. Okay, nee, ich dachte, die muss in die Hand nehmen. Bauen. Ab und zu musst du Masten bauen, wenn es zu weit weg ist. Dann die Frage, hier kann ich an die Seite ran. Wie kann ich an ein Kabel ranschließen? Einfach, eigentlich reicht es, wenn du drauf zeigst damit quasi. Ja gut, aber ich muss ja in die Hand nehmen. Ich kann es ja nicht in die Hand nehmen, das Kabel. Was meinst du in die Hand? Ach so, du drückst Q, ja. Wählst die Stromleitung aus und dann drückst du einmal da hinten auf den, da wo du jetzt stehst, drückst du drauf. Ah, okay, ja, ja. Mit, Linksklick, ja. Linksklick, okay. Und dann gehst du halt, dann klickst du nochmal Linksklick auf den Miner, der da steht. Ich weiß nicht, warum wir den eins weiter weggebaut haben. Ja gut, die Max sind untergründig. Kann man jetzt hier, soll ich sie einfach direkt Luftlinie verbinden? Ja, ja, wenn das geht. Sonst, ja gut, wenn das geht, dann. Wenn das geht. You can't connect more lines to this connection. Okay, jetzt, ja, Stromkabel ist da. Das ist oben angeschlossen jetzt hier. So ein komplettes Kabel gespannt. Ja. Wo ist es? Also hier oben an der Spitze. Ist ein Kabel. Ach stimmt. Oh, haben wir genug Strom. Kann halt sein, dass der Strom nicht ausreicht. No power. Haben wir schon neue Stromwerke? Mm-mm. Power? Könnt ihr nee. Das? Wir können Biomassebrenner erst ab nächsten. Wäre es gut, wenn wir jetzt kurz durchhassen. Hab Upgrade 5 und dann können wir nämlich die Stromgeneratoren bei uns bauen. Die heißen Biomassebrenner, die baust du dann hin. Ich glaube, einer kann 2 Maschinen betreiben, circa. Wir haben noch nicht genug Strom, um das Ding anzutreiben. Das kann ich mir gar nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Wir echt keinen Strom? Wir haben echt. Aber nochmal, das Kabel ist jetzt da, das habe ich richtig gemacht, ne? Das Kabel ist da, das ist okay. Richtig, das stimmt. Ich dachte, ihr könnt das nicht sehen. Doch. Aber wieso gibt es dann keinen Stromausfall? Ach, wir haben 2 Dinger. Hat genau, der zweite Generator, der ist noch keine Biomasse wahrscheinlich drin, ne? Pass auf. Ja. Ja. So, und jetzt macht der Strom. So, und jetzt geht auch die Fabrik. Genau, jetzt ist sie vorne auch grün. Ja, diesmal bauen wir alles schöner. Funktioniert das jetzt? Ich denk's mal. Auch nochmal was reingeschmissen. Wächst das Grünzeug eigentlich nach, was man erntet dann mit der Hand? Nee. Aber Blätter würden wir eigentlich nochmal anfangen. Aber ja, das funktioniert. Hier wird gerade 60 Iron pro Minute generiert. Wo läuft das hin? Ich weiß nicht, wo das hin. Also es passiert auf jeden Fall was, ne? Producing, aber ich sehe. Das läuft nirgends hin. Also das ist also die draußen. Ja, das siehst du ja auch. Wenn du E drückst, dann siehst du, dass da 20 ist es nicht. Bei mir ist es da. Also ich gucke auch rein, da steht Producing, dass das Rad läuft, 60 pro Minute, aber ich kann da nichts reinlegen und rausnehmen oder irgendwie sowas. Ja, ich kann es mir alles checken und dir nicht. Ja, hast wahrscheinlich hier wieder Admin-Rechte. So, und dann das ist ein Förderband. Na, das ist ja sauteuer. Ein Förderband ist eine Eisenplatte. Ähm,
Ich baue den dann hier mal wieder ab. Machst du mit F draufdrücken, dann ist er weg. Ja, das wird schon wieder Wegstecher. Das wird kein Problem. Bauen willst du den einfach direkt daneben setzen? Ja, genau, dann müssen wir nicht so weit transportieren, weil das transportiert. Geht das auch Förderband los oder muss trotzdem noch ein wenig zumindest eins hin? Man braucht Förderbänder immer. Okay, gut. Aber ich habe gerade nicht genug Eisenplatten. Das mache ich mal fix. Ich habe gerade auch nicht genug Eisenplatten, hätte drei gebraucht. Dammit. Iron Plates. Boah, ich würde das gerne ausprobieren. Moment. Komm, das kriege ich hin. Das kriege ich hin. Oh, Spark hat Bock. Das gefällt mir. Warte. Kann lange werden. Ah, warte. Das ist schon eine Nacht. So, Moment. Also dann Platten. Ja, so, und das Connecten, das kriege ich doch jetzt bestimmt hin. So, von da noch da rein und jetzt haben wir da ein Förderband. Ist da. Und jetzt kommt wirklich das Zeug rausgeschuft. Ja, geht. Sehr gut, aber das Förderband läuft ja noch leider nur. Können wir uns zu dritt dran setzen und kurz die 150 Eisenbarren machen, die Eisenplatten. Sollen noch ein Hub-Upgrade, lass doch erstmal eine Basis machen, dass wir Erze, Kupfer und Beton bekommen. Guck mal, hier ist doch alles stuck, wieso müssen wir jetzt upgraden? Das geht doch gleich viel einfacher. Wenn wir du hast hier noch nichts ausgewählt in der Smeltery. Nee, ich habe jetzt gerade Eisen ausgewählt. Perfekt. Weil hier wird ja auch Eisen gefördert. Jetzt der nächste Step. Wir können halt bei Kupfer und so nichts bauen bis jetzt. Das können wir erst mit dem nächsten Hub-Upgrade. Sonst geht's. Jetzt habe ich hier ein Lager gebaut und das auch mit Förderbändern verbunden. Spark, siehst du das? Lager gebaut, okay, das ist ein Lagersystem, ja, so ein Container. Genau, und da gehen jetzt die Iron Ingots rein. Jupp. Oh, das sieht schon so geil aus. Das ist schon mal. Also der Unterschied zu dem, was wir eben hatten, ist halt schon 10 von 10, ne? Ja. Ich habe auch noch ein paar Erze, die hätte ich so mal rausgeholt, die sollte ich dann noch per Hand verarbeiten. Oder kann ich auch Erze einfach in diesen Plattenpresser per Hand reinlegen, damit ich die nicht selbst craften muss? Ja. Brauchst du nicht, der fördert so viel, der kommt gar nicht hinterher. Ja, nee, ich meine nur, damit ich es nicht per Hand pressen muss oder so. Ja, aber gut, ich kann was reinlegen. Schön. Ja, cool. So. Meine, dir bist Supercomputer durch. Muss halt alles Max, seine Uhrzeit ist 3:25 Uhr. Dann will er aufhören. Komm, jetzt helft mir kurz. Nur dieses Hub-Upgrade, dann bin ich zufrieden, weil dann kann ich deinen Kupfer und Kalk automatisieren. So, als nächstes haben wir jetzt, komm mal nochmal her, Spark. Dann hast du, glaube ich, alle Basics drin. Ja. Hatte ich nicht 3 Eisenplatten? Die nächste Maschine. Auch wieder Production. Ach, hab's nämlich gebaut. Constructor vielleicht? Genau, ein Constructor. Kannst du ihn schon bauen? Ich kann mal gucken, was brauchen wir denn? Mir fehlen hier so ein paar. Ich kann ihn bauen. Platten, genau. Dann ich kann ihn bauen. Komm her. Ja. Jetzt bauen wir von hier noch einen Constructor hinter. Verbinden das wieder mit dem Förderband. Jetzt kannst du auswählen, was wir brauchen. Brauchen wir mehr Iron Plates oder Iron Rods? Ich würde Plates. Platten sagen, definitiv Platten. Drücken wir auf Platten. Brauchen noch 60 Platten, dann haben wir's. Ja, dann kann man sich alles auswählen, ja nice. Hast du auf Platten gedrückt? Achso, nee, Entschuldigung, jetzt habe ich auf Platten gedrückt, ja. Sehr gut. Ich nicht wusste nicht, ob ich das direkt jetzt machen sollte. Gut, so, genau. Jetzt habe ich ihn auch mit dem Strom verbunden und jetzt stellt er instant Platten her. Genau. Dann würde ich sagen, bauen wir hier hinter direkt nochmal wieder ein Lager. Also macht es Sinn, immer Lager dazwischen zu packen? Nee, das nicht. Nur das erste jetzt, weil der stackt halt die Dinger. Guck dir das mal an, wie viel. Der produziert, glaube ich, viel zu viel, oder? Also eigentlich, ja. Nee, ist gerade leer. Das Storage ist gerade leer. Ja, okay, ich wusste nicht, dass wir so schnell den Dings machen. Ja, stimmt. Am Ende, du kannst da draufklicken und dann komm mal her zu dem Ding hier. So, drück mal E. Ich muss immer Romatra erst finden. Da, ja. So, drück mal drauf. Dann steht hier, der macht 15 pro Minute. Ja. Und er braucht, links steht, wie viel er braucht. Er braucht 30 pro Minute und macht 15 pro Minute, okay? Ja. Das heißt, und jetzt kannst du hier vorne hingehen und guck dir den mal an. Der liefert 30 pro Minute. Also passt genau. Passt hier jetzt gerade genau, weil der braucht 30 pro Minute und macht halt 15 pro Minute. Okay. Ey, der hat keine Power mehr, der Dings. Ja, vielleicht sind die Blätter ausgegangen, ne? Aber wenn die Blätter nicht nachwachsen, wie kriegt man das denn hin, dass die Maschinen dann dauerhaft laufen? Es gibt ja ganz, 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 ganz viele andere. Okay. Also eigentlich alle Energiemöglichkeiten, die du kennst. Okay. Jetzt haben wir gerade nochmal ein bisschen Blätter. Und dann am Ende geht es halt deswegen, diese Zwischenlager, die willst du gar nicht haben, weil die Rohstoffe sind irgendwann so selten, dass am Ende eine Quelle. Wir haben jetzt da eine normale Quelle
die liefert, glaube ich, 60 oder wie viel liefert die? Steht, glaube ich, dran, wie viel die liefert. Ich glaube, 60 liefert die und eine reinere liefert halt schon 100. Und du willst halt am Ende das so durchgetaktet haben, dass es halt genau aufgeht quasi. Okay. Das du brauchst später halt auch einfach unglaublich viele Ressourcen. Gerade genau. Steht aber, achso, war kein Strom, genau. So, nächstes Hub-Upgrade, boom. Ich habe gerade richtig Blätter geholt. Nicht nächstes Hub-Upgrade, ich habe mich verrechnet. 50 habe ich hier, pack ich mal gerade rein. Wird das ständig verbraucht, das Zeug, auch wenn gerade kein Strom gezogen wird? Also. Lol, wie crazy sieht das aus? Was meinst du? Oh, Leute, wir hatten sogar schon genug für das Hub-Upgrade, ja. Ja. So, ich habe nochmal dick Blätter nachgelegt. Achso, ja, weil ich da reingegrindet habe gerade. Okay, was ist jetzt neu? So, wir haben jetzt schon den Space Elevator? Wusstest du gar nicht, ja, aber der Hochleveln von dem Space Elevator ist ja das Dumme. Weißt du, ich meine? Biomass Burner haben wir jetzt. Können wir noch mehr machen? Aber leider genau, auch. Genau, den Biomass. Da sollten wir uns gar nicht zu sehr, glaube ich, drauf verkrampfen. Wann kommen denn alternative Stromressourcen? Ich glaube, das nächste ist Kohle und das dauert schon eine Weile, bis wir Kohle bekommen. Ach, jetzt geht's gar nicht weiter? Jetzt müssen wir erstmal ein bisschen was aufbauen. Aber das geht ja mit Biomasse, ist nicht so. Jetzt hat man auch eine zweite Hand bekommen, ne? Die hatte ich eben noch nicht. Genau, genau. Und noch einen Inventory-Slot. Wir müssen erstmal mit Biomasse aufbauen. Wir können keine Hub-Upgrades mehr machen, ne? Das weißt du, Rumatra. Einfach weil das schon fertig ist, gibt's keine weiteren mehr, oder? Wir müssen als nächstes. Ich wusste nicht, ich habe das nicht mehr so in Erinnerung. Drück mal auf Q. Ja, warte. Und dann auf Special. Und als nächstes brauchen wir kein Hub-Upgrade mehr, sondern einen Space Elevator. Guck mal, was der braucht. Ah ja. Guck mal, was der braucht. Zwar 1500 von den Kupferkabeln. 500 Beton. Das müssen wir alles automatisieren, das lohnt sich sonst. Ja, so für Minecraft-Verhältnisse muss ich sagen. Ne, mal so eine Viertelstunde farmen, da hat man es vielleicht. Ja, da ist ja noch Level. Das kannst du dir nicht vorstellen. Warte. Aber ich wusste nicht, dass das so dann schnell so Dings wird. Okay, dann theoretisch, Spark, kannst du all das, was du hier siehst? Ja, Moment, ich bin gerade beim Kupfer, hab die mal entleert. Ja, alles, was wir hier gebaut haben, kannst du jetzt theoretisch, das Sinnvollste wäre, wenn du all das Gleiche nochmal beim Kupfer nachbaust. Viel Spaß. Okay. Es ist machbar. Ja gut, die Sache ist, die hier oben ist, ist auch so ein Plateau, da muss ich halt gucken, dass ich das irgendwie runterbringe, vielleicht ein... Als erstes bräuchtest du halt als Basis deinen Biomasse-Burner. Damit genau. Du Strom hast bei dir hinten. Ich mach das gleiche beim Beton einmal. Aber fest. Ist das nicht schwierig, die ganze Zeit das per Hand dann aufzufüllen? Weil das ist ja jetzt nicht zentriert bei uns unten. Ne? Gibt es nicht irgendwie einen Energieteil, was automatisch produziert, ohne dass man immer Blätter nachlegen muss? Noch nicht. Also später gibt es Kohle oder ganz viele Sachen gibt es, die Strom machen. Ganz, ganz viele. Okay, ja, dann, dann würde ich mich da tatsächlich mal ranmachen. Aber das hält ja ein bisschen. Biomass-Burner könnte ich sogar direkt schon stellen. Macht es eigentlich Sinn, den bei uns unten hinzustellen und einfach nur ein Kabel hier hoch zu verlegen, wo der Strom transportiert wird? Nee. Mach's abgesondert. Weil wenn da bei uns was durchkracht, eine Sicherung, wenn wir nicht genug Strom haben, dann ist alles aus. Okay, gut. Ja, da muss ich gucken. Also ich habe hier oben eine recht gute Fläche, wo ich das bauen kann. Das ist jetzt eher weniger das Problem. Ja, dann gutes Gelingen. Und soll diese Fertigungsstrecke und das Lagern alles, soll das auch hier oben sein oder soll ich das einfach zurück mit Förderbändern zurückbringen zu uns unten? Du kannst auch erstmal alles vor Ort bei dir haben bis zum Endprodukt und das dann zu uns führen. Okay, gut. Aber das ist noch zu teuer. Ich meine, ein Förderbandstück, ne? Ja. So, das ist ein halber Meter, ist eine Eisenplatte. Das sind ja bestimmt 600 Eisenplatten, die du brauchst. Geld haben wir. 300. Okay, ja, dann überlege ich mir mal kurz, wo ich hier das Ding jetzt hinbaue. Ich habe sehr viel Biomasse, ich pack's rein, Rumatra. Ah, und Spark, für dich noch, wenn du Q drückst, drück mal kurz Q. Ja. Dann, wenn du jetzt auswählen willst, was du alles bauen möchtest, du sagst, okay, ich brauche Biomasse. Ja, hab ich gesehen. Ah, dass du Plus drücken kannst, okay. Nee, stopp, das Plus noch nicht. Das ist so ein Plus, ja, wenn man da drauf klickt. Und wenn du da drauf drückst, steht rechts deine Aufgabenliste und dann kannst du da quasi alles reintun, was du brauchst. Du brauchst Biomassebrenner, du brauchst einen Miner, du brauchst einen Schmelzofen und einen Konstruktor, weißt du, wie ich meine? Ja, ja, okay, gut, das ist so als Liste, dass man genau sieht, was man braucht dafür. Genau. Ah, dann hast du eine Liste, das farmst du dir alles zusammen und dann kannst du sagen, okay, jetzt geht's. Okay, das kriege ich noch hin. Ich kotz gleich. Aber mein Rezept war sowieso einfach ein komplettes Inventar mit jeder Menge Zeug einfach mitschleppen.
tonnenweise Platten, Kabel, ich weiß ja, was man so im Groben braucht. Das sind ja einfach mal so 5, 6 verschiedene Ressourcen. Wenn ich davon überall jeweils 100 mit da habe, dann reicht das, ja theoretisch, mal das ganze Ding zu bauen. Ach, wir haben jetzt hier das schon, das ist ja geil. So, dann muss ich mal hier die beiden Teile Grab All, Pickup Miner, ne, alles rausholen und einen Miner auch einsammeln. Den brauche ich jetzt zum Craften und dann für so einen anderen Miner. Für den Miner MK1. Ne. Kann man die irgendwie rotieren, die Teile? Aber es ist okay mit Scrollen. Mit Scrollen kann man rotieren. Okay. Ja. Massebrenner, ich brauche einen meiner MK1, einen Konstruktor. So, den bauen wir jetzt dahin. Dann als nächstes. Lagercontainer. Smelter, ne? Nach meiner Smelter. Genau. Brauchen wir das nochmal? Dann Förderband. Und hinter dem Smelter ein Konstruktor, ne? Genau. So, ich brauche aber kein Zwischenlager, denke ich. Erstmal mein Leben hier klarkommen. Ich habe ein Problem mit der Perspektive noch einzuschätzen, wann die Sachen weit genug entfernt platziert sind und wann es zu eng ist. Achso, ja, ist immer so, ich rechne immer so mit 3 Förder. Problem. Oh, so teuer ist ein Förderband, der wäre eins ja auch noch nicht. Größer jetzt gemacht. So, Sekunde. So, und dann hier oben den Bio-Generator. Die Powerline. Nehme ich nochmal mit gerade. So. Ich bin noch besser beraten, wenn ich den jetzt irgendwo hier hinstelle. Ach, macht mich schon wieder froh, wenn ich diese hier überall sehe und die mitten in der Landschaft stehen. Das befüllt mich einfach mit Glück. Das war einfach gar nichts, war ein unberührter Planet und auf einmal fängt es schon wieder an, schwarzen Ruß überall abzulegen und alles ist im Tiere werden getötet. So sind die Menschis halt, ne? Geil, Alter. Genau wie in echt. Alles kaputt machen. Alle Blätter einsammeln und verbrennen. Ich brauche dann aber auch 3 Biomass-Generator, um 3 Maschinen zu powern, ne? Echt? Nee, wie kann man denn. Kommt drauf an. Du kannst auch nachschauen, wie viel Energie eine Maschine braucht. Ja, okay, ich habe jetzt hier das MK1-Ding an so einen Biomass-Generator reingehängt und da steht dann: You cannot connect more lines to this connection. Ah, musst du eine Strommast bauen, um mehr Linien zu connecten quasi. Ja, okay, gut. Das ist okay. Wie kann ich jetzt wieder wegmachen? Einfach auswählen. Okay, dann machen wir halt erstmal einen Strommast irgendwie. Nochmal Biomasse. Oh, kein Platz im Weg. Aber mal hier so entstellen, wenn das geht. Haben wir noch irgendwo chillig? Eine Bitch. Das vergiftet. Na doch, das geht schon. Wenn man Blätter macht und Biomasse draus, die halten schon super lange. Das ist kein Problem. So. Ich hab das mir. Ich hab das blöde in Erinnerung. Okay, und dann werfe ich jetzt einfach mal hier. Dings. Map ist immer gleich aufgebaut, ja. Ich habe erstmal Biomasse reingeschmissen. Umatra. Bei wem? Bei dir. So. Bei unserem Hauptbasis, Alter. What the? Das ist 20 Minuten nicht gemacht, die ganze Produktion hat nicht funktioniert. Ja, aber jeder hat. Du bist für die Hauptbasis zuständig. Spark ist dein fürs. Ich hab Kalk gemacht. Also, war ja wohl ganz klar deine Aufgabe hier, die Hauptbasis. Was? Hauptbasis war nicht meine Aufgabe. Sondern. Okay. Die Maschine gehen. Was brauche ich beim Constructor einstellen? Ja, dass das Wire gemacht werden, ne? Ja, was sonst gibt's doch gar nichts, oder? Ja, okay. So, und dann. Klappt das schon? Und hier geht's jetzt raus dann in ein Lager, meinetwegen, aber ich denke mal, dann habe ich es geschafft. Nice. Muss ich halt erstmal klarkommen. Logistics? Nee. Organization Storage Container. Genau. Ich fühle das Game so extrem gerade. Einfach Ultra-Entspannung. Es ist einfach geil. Für mich ist es erstmal Lernen. Vor allen Dingen. So, dann da unten rein, meinetwegen. Und am Ende habe ich jetzt einen Storage-Container, da sind halt die Kabel dann drin. Okay. Ja, ich denke mal, ich habe es hingekriegt. Geil.
Findest du das Game komplexer als Minecraft? Also das Endlevel, was war das nochmal? Supercomputer, ne? An die Zuschauer, nein, nein. Wenn ihr noten würdet. Supermotoren, Alter. Ach stimmt, Supermotoren kommen dann ja noch mit der. Alter, ich habe mir da so viel Mühe gegeben und da haben wir einfach aufgehört. Das hat ja, jetzt weißt du, wie es geht. Ich weiß überhaupt gar nicht, wie es geht. Doch, ich weiß, wie es geht. Aber ich wusste ja da, ich war so kurz davor, es zum Löppen zu bringen und dann verlierst du einfach das Safe, weil das hat mich schon ein bisschen traurig gemacht, muss ich sagen. Ja, cool. Die war gut, Alter. Du hattest ja die Fabrik noch nicht mal gesehen. Du hättest sie dir angeschaut und du wärst einfach. Ich war auch OP. Also Ziel ist es diesmal, unsere Energie Radioaktivität, radioaktiven Uran zu gewinnen. Genau. Das ist unser Endziel. Eigentlich ist unser Endziel radioaktiver Müll. Ja, genau, radioaktiver Müll in Fässern zu lagern und die ganze Natur damit noch richtig auseinanderzunehmen. Genau. Während wir noch alles Öl aus der Erde fördern und verteilen und Plastik hinschmeißen und noch die ganze Zeit rund um die Uhr Kohle verbrennen und Bäume und alle Tiere killen und überall Autobahnen hinbauen. Ja. Das wissen viele gar nicht, dass das Game einfach Sinn dahinter ist, die Natur völlig zu zerstören mit Industrie. Okay, aktuell mein Förderer produziert auch gerade mehr, als die Schmelze verarbeiten kann. Genau gesagt, ja, doppelt so viel. Also müsste man zwei Schmelzen theoretisch haben dafür. Genau, und wir als nächstes könnten wir theoretisch einen Förderband-Splitter einbauen. Das führst du da rein und dann wird das ja, gesplittet. Da kannst du zwei Dinger anschließen, theoretisch. Genau, das habe ich jetzt hier noch nicht. Das und irgendwann sind auch deine Förderbänder limitierend. Wenn dein Förderband nur 60 pro Minute macht, aber dein Miner halt irgendwann mal 120 liefert, hast du ein Problem. Ja klar, also das wird bald halt voll sein, ne? Das ist halt so. Kann ich den nicht einfach langsamer machen, den Miner dann? Nö, das ist egal. Das ist immer gleich viel. Ja. Deswegen hab ich in meinem zweiten hier ein Lager gemacht. Bis das voll ist, vergeht lange, lange Zeit und Lager ist echt nicht teuer. Also sollte ich doch ein Lager machen, idealerweise. Genau. Ja, brauchen wir so dringend Iron Ore, jederzeit Iron rausnehmen. Was machst du gerade aus deinem Kupfer eigentlich? Machst du Kabel oder machst du Draht? Ja, Draht offensichtlich. Kabel steht doch erst im Konstruktor. Ja, Zuschauer, umbauen mit noch einem Lager dazwischen idealerweise, weil das wird nämlich tatsächlich jetzt voll werden. Brauchst du nicht. Wir brauchen jetzt echt dringend das Draht. Das ist das einzige Limit. Okay, das ja, wie gesagt, Draht wird ja gerade produziert. Naja. Ja, 1500 ja, brauchen wir, das dauert. Das dauert gar nicht so lange. 1500 Draht? Doch, oder? Ich hab vorher schon 500 gemacht per Hand. Für das Upgrade. Ja, per Hand. 132 ja. Kabel hab ich jetzt schon Draht, meine ich. Ja, mach wie du für richtig hältst. Mach einfach mal, spiel einfach. Also du kannst ja. Ja, jetzt muss ich das wieder abreißen, auch mit den Kabeln, die ich angeschlossen habe und so. Ich will halt vermeiden, dass das jetzt hier sich zu arg lagert. Nicht, dass ihr habt gesagt, das Förderband stockt und geht kaputt, oder wie? Nein. Das wird einfach nicht. Okay. Kannst eigentlich durchlaufen lassen, weil okay, wir brauchen okay, gut. Das ich hatte sich so angehört, als wäre das irgendwie kaputt. Ja, nein, ich habe 99. Aber du wirst. Ja, reicht. Ich hab ja auch schon. Genau, pass auf, dann werf ich das hier raus. Da. Ja, komm mit Spark, du musst dir auch anschauen, wie riesig dieses Ding ist. Komm, wir gehen jetzt alle zusammen auf diesen Aussichtspunkt hoch und bauen uns da. Matra zeigt mir sein riesiges Ding, alles klar. Oh ja. Ganz also ich glaube, ich habe bei Klim schon mal im Stream gesehen, wie er diesen Aufzug gemacht hat. Hier hinten jetzt einfach fett hin, hier ist gut, ne? Nein, warte, komm mit. Wie weit denn noch? Hä, wir platzieren das da oben drauf und danach. Da kommen wir doch gar nicht hin, das ist doch dumm. Hey, natürlich kommen wir da hin. Ach komm, Max, jetzt bitte. Wenn du nicht willst, dann trage ich alle Sachen. Gott, zwei Gegner, jetzt sterben, ist alles weg. Nein, ist nicht alles weg. Zwei Nashornhunde. Oder übel. Alter! Und allerdings habe ich eben. Spark hat mir übel eine gewischt mit dem Sepper. Entschuldigung, ich wusste nicht, ob das Ding noch was macht. Nee, das war schon echt tot. Kommst du zu mir, Max? Weil ich habe auch irgendwie, ich hätte dann auch vor, hier oben mit zu erweitern und alles. Du leckst irgendwie, Junge, what the f***? Deine Sprachaktivierung geht nicht. Nein, es ist nicht im Discord, das ist deine Sprachaktivierung. Ich höre das immer knacken und dann ist es weg. Spark hat es auch nicht, das ist deine Sprachaktivierung. Ja, das muss meine Sprachaktivierung sein. Bau mal hier hin, bau mal hier. Hier baue ich es jetzt hin, bist du da, Spark? Ja, sehr gut. Oh, du wirst angegriffen! Von was eigentlich? Oh, das Ding hätte ich fast die Quelle runtergeballert. Oh. Die Klippe. Nee, schon wieder! Du siehst gar nicht aus, kannst springen, springst du drüber. Oh, ist tot. Toll. Oh, so. Gut. Jetzt Special Space Elevator. Ja, hier ist der, genau. Hier ist der erste Platz. Uff, einfach. Alter. Oh nein, ich bin hinten runtergefallen. Ich hab's nicht gesehen, ich bin hinten runtergefallen. Geil, oh, baut sich immer noch auf. Nein. Ich bin wieder unten. Was, Alter, du wirst es auch gleich von unten sehen, wenn du in den Himmel. Ja, da kommen wir drunter. Ja, natürlich, ich hab das jetzt bei Nacht gemacht, wo es eh duster ist. Am Tag sieht es, glaube ich, cooler aus.
Nachts ist noch geiler. Digga, das kommt einfach aus dem Himmel. Ja. Also wenn die Menschen sowas irgendwann echt bauen, dann ist GG. Glaubst du, das erleben wir noch? Weltraumlift? Nehmen wir an, medizinisch wird alles krasser, wir werden alle 100? Ja, 100 werden wir sowieso jetzt aktuell. Ja, dann noch, dann 110? Kriegen wir noch einen Weltraumlift mit, wie Elon Musk ihn baut? Direkt zum Mars? Na okay, doch, das ist nicht zum Mond. Ja, zum Mond. Weil du brauchst ja ein Objekt, was die Erde orbitet. Na, dann guck ich, ob ich nochmal hochkomme.